willkommen zu unserer Sendung Hoffnung um 12. Heute möchte ich euch auf das Himmelstelefon aufmerksam machen. Im Psalm 50, Vers 15, da steht, rufe mich an in der Not. Und dieser Anruf ist nie besetzt und immer erreichbar. Und wenn du Not hast, dann benutze ihn. Ja, Hoffnung um 12, wir wollen dich ermutigen. Ich habe heute dir etwas mitgebracht und zwar dreht sich's um Wissen oder Erleben. Lass uns dein Gebetsanliegen auch heute wissen auf gebet@missionswerk.de im Chat oder per Telefon bis 13 Uhr. So viele kennen vieles aus der Bibel, ob sie jetzt gläubig sind oder ungläubig sind. Es wird so vieles zitiert, es wird so vieles gefordert, viele wissen Details, wo man sagt, wow, was ist da für ein Wissen? Aber was hilft es uns, wenn wir wissen, was Gott kann und wenn wir es nicht erleben? Und darum ist es wichtig, dass wir es erleben. Und das ist eine Entscheidung, ob wir es erleben wollen oder nur wissen wollen. Ich kann alles Mögliche wissen und wenn ich es nicht anwende, wenn ich es nicht spüre, ja, ist es schön. Man kann punkten in der Gesellschaft, aber es bringt uns nichts. Es ist wichtig, dass wir es wirklich erleben, dass wir unseren Gott erleben, seine Liebe erleben, seinen Frieden erleben. Was ist, wenn ich weiß, er hat den Frieden und ich habe ihn nicht und ich kann ihn nicht fühlen oder er hat die Versorgung und ich spüre es nicht? Und ich sage dir, strecke dich aus, Gottes Güte und Gottes Größe zu erleben. Und Herr, ich danke dir dafür, dass wir vom Wissen ins Erleben hineinkommen. Herr, dass wir nicht nur wissen, du kannst alles, sondern dass wir es auch in unserem Körper, in unserem Leben, in unserem Alltag erleben. Danke, Herr, für jeden, der Mut hat, Herr, den Wunsch zu haben, dich zu erleben. Amen. Es schreiben uns immer wieder Menschen, die um Gebet bitten für Angehörige, für Freunde, dass sie Jesus finden. Wie zum Beispiel folgendes: Bitte um Gebet, dass mein Sohn zum Glauben an Jesus findet und auch meine Eltern ihr Leben Jesus schenken. Und dafür möchte ich jetzt beten, für alle, die dieses Anliegen im Herzen haben. Danke, Jesus, dass du der Herr bist, auch über diesen vielen Menschen, die sich um ihre Angehörigen und Freunde sorgen, dass sie Jesus finden. Danke, Jesus, dass du zu ihren Herzen redest, dass sie erkennen, dass sie dich brauchen, dass du ein lebendiger und großer Gott bist und dass wir uns immer an dich wenden dürfen. Danke, Jesus, dass du diese vielen Gebete erhörst, die Menschen zu dir rufen für ihre Freunde, Angehörigen, Familien, egal für wen, aber du hörst es. Danke, Jesus. Amen. Amen. Per E-Mail erreichte uns folgendes Gebetsanliegen. Ich bitte um Gebet für Heilung meiner Autoimmunerkrankung und Heilung einer Lähmung meines Mannes. Ebenso um Heilung meiner Mutter, welche an Demenz erkrankt ist. Und um Klarheit, wie es mit meinem Elternhaus weitergehen soll. Jesus, und ich danke dir, dass du auch diese Familie kennst, wo diese Autoimmunerkrankung ist. Und ich danke dir, dass du auch diese Krankheit besiegt hast und dass du dieses Immunsystem wieder in Ordnung bringst, dass du eingreifst und dass Heilung fließt. Auch dieser Mann, der deine Hilfe braucht, dass diese Lähmung verschwindet. Danke, Jesus, dass du diese Muskeln und Sehnen wieder stärkst, dass diese Lähmung verschwindet. Danke, Jesus, auch du bist auch ein Herr der Demenz. Amen. Und ich danke dir, dass du auch da eingreifst, Amen. Dass du diese Demenz auch besiegt hast am Kreuz von Golgatha. Und wir danken dir für völlige Wiederherstellung. Danke, Jesus, auch für Weisheit, wie es weitergehen soll in diesem Elternhaus und ja, einfach um Türen, die aufgehen, um neue Dimensionen, um neue Dinge. Ich danke dir, Jesus, dass du da eingreifst und dass du viel, viel Weisheit gibst. Danke, Jesus. Amen.
Schreib uns dein Anliegen oder ruf jetzt an. Die Infos sind wie immer eingeblendet. Per WhatsApp kam dieses Gebetsanliegen. Mein Mann, meine Freundin und ich haben innerhalb ein paar Monaten eine Krebsdiagnose bekommen. Meine Freundin kann nicht mehr operiert werden. Mein Mann ist gerade operiert worden. Sie haben aber nicht alles wegbekommen. Ich muss noch operiert werden und ich bitte um ein Gebet, dass noch alles gut wird und bei meinem Mann der Rest weggeht und auch meine Brustoperation gut geht. Wow, so viele Dinge und so viele Dinge um eine Person herum. Wir wollen einfach dafür beten und du sagst vielleicht, bei uns ist es ähnlich oder bei mir ist es ähnlich. Jetzt wollen wir dafür beten. Danke, Herr, für solche Situationen, wo ringsherum Krankheit und Dinge sind, Operationen und was da auch ist. Ich danke dir dafür, dass du, Herr, deinen Frieden hineingibst. Herr, dass die ganze Unruhe rauskommt. Und Herr, schenke auch einen großen Glauben diesen Menschen, dass du der Heiler bist. Und danke, Herr, dass du heilst. Dass du diese Lieben befreist von diesen ganzen Krankheiten. Ich danke dir dafür, für dein Blut, Herr, das geflossen ist, auch für Heilung. Danke, Herr. Amen. Amen. Und ein weiteres Gebetsanliegen haben wir noch. Bitte um Gebet, um Heilung für Beziehungen in unserer Familie mit unseren Kindern und für alle Bewahrung in dieser Corona-Krise. Ja, danke. Danke, Herr, dass du der Herr bist, der möchte, dass gute Gemeinschaft ist. Auch in dieser Zeit von dieser Krise, wo genau das nicht möglich ist, wo Nähe nicht möglich ist. Ich danke dir dafür, Herr, komm du hinein. Herr, dass die Beziehungen geheilt werden, dass jeder auch wirklich vergeben kann, dass Liebe hineinkommt. Herr, dass nicht Aufrechnen von Schuld und irgendwelchen Dingen ist, sondern Herr, danke Herr, dass Friede hineinkommt. Ich danke dir dafür und Schutz, Herr, auch in diesen Tagen. Danke Herr. Amen. Amen. Viele Menschen schreiben uns immer wieder, was sie mit Gott erlebt haben. Und es sind so wunderbare Dinge. Und Gott greift ein in viele, viele Menschenleben, egal was sie bedrückt oder ob sie krank sind oder was auch immer. Und dann habe ich zwei mitgebracht. Mit diesem Schreiben kann ich Ihnen Erfreuliches mitteilen, schreibt da jemand. Etliche Male habe ich an das Missionswerk geschrieben und um Gebetsunterstützung wegen meiner Krebserkrankung gebeten. Ich kann bezeugen, dass der Herr wunderbar geholfen hat. Auf sämtlichen Bildern im MRT kein bösartiger Befund, Blutkontrolle und Tumormarker, alles in Ordnung. Ich danke dem Herrn und auch Ihnen und Ihrem Team für die wertvolle Gebetsunterstützung. Und das ist wunderbar. Und eine andere Person schreibt uns, Hallo, mein positives Erlebnis mit Gott in dieser Zeit ist folgendes. Seit fast 4 Jahren bin ich verheiratet, mehr recht als schlecht. In dieser Covid-19-Zeit sind wir zusammengerückt. Jeden Morgen beten wir den Psalm 91 zweimal, sowie den Psalm 23. Die Liebe zueinander hat sich verstärkt. Liebe Grüße. Und das hat mich ganz besonders bewegt, dass auch in dieser Krisenzeit, in dieser Corona-Zeit, wo die ganze Welt Kopf steht, auch etwas Gutes bewirken kann, dass auch wirklich Dinge geschehen, die gut sind. Und da freuen wir uns mit dieser Person ganz besonders. Ja, wenn du auch etwas so Gutes oder was Wunderbares erlebt hast, dann lass es uns wissen über WhatsApp oder schreib uns eine Mail. Es interessiert uns und wir möchten es auch gerne, gerne weitersagen. Nun der Tipp des Tages heute. Nimm dir 5 Minuten Zeit, nicht den ganzen Tag, nimm dir 5 Minuten Zeit und überleg mal, was du mit Gott erlebt hast. In der nahen
Gegenwart, also drumherum, wie du jetzt gerade lebst, heute, gestern. Überleg dir mal, was du von Gott und mit Gott erlebt hast. Du sagst, ich habe kein großes Wunder erlebt. Doch, ich glaube, du hast vielleicht in dieser Zeit mehr Zeit, um eigentlich mal über Gott nachzudenken. Du hast vielleicht mehr Ruhe, bist unruhig, aber du hast vielleicht mehr Ruhe. Genieße diese Ruhe. Und du hast vielleicht Mangel an Geborgenheit, aber das ist vielleicht gerade eine Zeit, wo du Geborgenheit genießen kannst. Nimm dir mal 5 Minuten Zeit und mach dir das mal klar, was diese Zeit Positives hat, wo dir Gott schenken möchte in dieser Zeit. Die Zeit ist schon wieder fast um und wir freuen uns, dass du mit uns dabei warst. Du kannst weiter deine Anliegen schicken und unser Telefonteam ist noch bis 13 Uhr für dich da. Ja, du siehst uns vermutlich auf YouTube und wenn du das tust, abonniere diesen Kanal, klicke oben auf die Glocke und du wirst immer wieder erinnert, wenn wir eine neue Sendung haben. Wir freuen uns auch über dein Feedback, wenn du uns das schreibst. Es ermutigt auch uns und schreib uns, was dir ganz besonders gefällt. Und vergiss nicht, die guten Erlebnisse uns wissen zu lassen. Wir verabschieden uns und wünschen dir alles Gute und Gottes Segen. Der Herr segne dich.